Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Yoshi's Survival. Viel Spaß beim Zuschauen. So, dann starten wir jetzt eben damit, dass ich einmal unten den Bau von diesem Netarack einmal kurz zeige. Ich glaube, das müsst ihr sehen. Er ist total. Ich weiß nicht, ob das normal ist oder was. Ob man das überhaupt so auf dem Schirm hat, aber ich finde das total klasse. Kurz hier einsortieren die Sachen. Moment. Das ist auch so eine Sache, dass ich hier für die Farben noch keine, also unten noch kein Lager angelegt habe. Auch noch mal irgendwann tun. So, einmal kurz die Farbe loswerden. Rot. Wo ist das? Wo ist das? Wo ist das? Wo ist das? Da war noch was. Da. Lila? Ne, rosa. Da sind noch Blümchen. Grauer Farbstoff habe ich auch noch. Okay. Was ist denn da oben noch drin? Guck mal. Da sind ja noch Redstones drin in der Truhe. Ich dachte, die hätte ich schon alle einsortiert. Wow. Und Faust kommt oft. Schön. Okay. Das können wir einmal wie üblich sortieren, denke ich. Ja, Zucker hier noch an. Eier weg. Nee, Eiertruhe war hier, ne? Hatte ich doch da, genau. Die Eiertruhe. Viel Spaß beim Sortieren. So, dann gehen wir mal nach oben. Muss erstmal hier so ein bisschen leer machen wieder, damit hier noch ein bisschen Platz dafür ist. Weil das geht jetzt in Sekundenschnelle, ist man hier voll. Das ist echt der Hammer. So. Einmal in die schicke Dämonenwelt. Komme ich hier rüber? Hier war ich noch nicht. Auf der Seite war ich noch nicht. Aber das macht nichts. So, jetzt pass mal auf. Jetzt. Also das hier, das ist noch relativ langsam. Ne? Da drückst du drauf und dann hast du immer so einen weg. Aber jetzt pass mal auf. Jetzt drücke ich drauf. Egal in welche Richtung du guckst, die Steine sind sofort platt, alle weg. Aber, ne? Wir brauchen die hier, also die. Sind das? Wie heißt das noch gerade? Das Netherquarz, das braucht da richtig lange gegen, ne? Bis das platt ist. Drehst du die ein bisschen im Kreis hier. Ja, das ist natürlich so eine Sache. Das Gefährliche hier, ein Lava-Vorkommen zu treffen. Oh, was habe ich denn da? Guck mal. Was entdeckt. Eine Höhle mit Weinezombies. Mal gucken, wie groß das Vorkommen ist.
Kann ich das ja im Keim ersticken? Ja, kann ich. Ah. Einfach einen Block. Und. Guck mal. So viele Blöcke voll. Ich habe noch nicht mal das aufgesammelt, was hier liegt. Ne? Das ist ja das. Kommst du mit dem Aufsammeln nicht hinterher, so schnell wie du die Sachen hier wegkriegst. Das heißt, das nächste Gebäude oder... Ja, ich denke mal, das nächste Gebäude wird sich anbieten, tatsächlich mal mit Lederziegeln zu bauen. Wenn die so schnell hier abgebaut werden können. Ich meine, gut, man muss sie noch zubereiten. Ja, das ist ja erstmal nur das Netherrack hier und muss die ja noch brennen zu den Ziegeln. Aber, oh, aua. Oh, das war nicht geplant. Macht aber nichts. Oh, jetzt brenne ich auch noch. Oh. Ja, beste Voraussetzung hier, oder? Ja. Aber den kriege ich nicht. Der schwebt da immer rum. Der Gast meine ich. Wo bin ich denn reingekommen? Ich glaube da oben, ne? Wo muss ich jetzt wieder heraus? So, geschafft. Der kleine Feuerspucker. Hey, das ist doof. Verbackte Quests sind blöd. Obwohl das immer so eine Sache. Ich hab das auch schon oft gedacht, dass irgendwelche Quests verbuggt sind oder so. Aber manchmal sind die auch einfach nur sehr schwer, je nachdem, was für ein Spiel man da hat und wie die aufgebaut sind, die Quests. Sind die teilweise recht ja, umfangreich oder einfach manchmal nur schwer zu verstehen, weißt du? Da hat der die Quest halt initiiert hat. Ja, ich sag mal, einfach nur etwas andere Gedankengänge gehabt, wie jetzt wie ich jetzt zum Beispiel. Und ja, hat gedacht, dass seine Anweisungen klar sind, sind es aber eigentlich gar nicht wirklich. So, jetzt sammle ich mal eben den Käse hier nochmal auf und dann möchte ich euch natürlich hier nicht mit der Dauerdämonenwelt hier jetzt langweilen. Eieiei. Also nur mit Steine kloppen meine ich jetzt. Wieso hänge ich fest? Hä? Jetzt? Was? Oh. Denn hier noch? Irgendwas stimmt da hinten. Ich glaube, ich bleib mal da hinten weg. Sobald ich da hingehe, kriege ich Schaden. Scheint wieder okay zu sein. So, kann ich den Rest doch... Aua, da schon wieder! Was ist denn das für ein Käse? Komme ich denn da nicht hinten hin? Jedes Mal, wenn ich da
hin will, hänge ich fest und kriege Schaden. Oh, so, gehe ich da nicht mehr hin. Ne? Weiß ja nicht, woran das liegt. Dann auch verbuggt zu sein hier. So, das nehmen wir noch mit hier. Weil es hier gerade so praktisch parkt. Ja, haben wir jetzt gesehen, ne? Also einfach nur einmal mit der Spitzhacke quasi oder ein paar Mal mit der Spitzhacke hier im Kreis gedreht und ne, hier quasi die ganze Gegend, den ganzen Bereich hier quasi leer gepölt und voll mit Netherrack. Das hat jetzt keine. Ja, mit den Zombies und allem Zip und Zupf keine 6 Minuten gedauert. Irre ist das. Ein Haus ist belagert. Ja, ja, ja. Wir müssen erstmal eine schöne Position suchen hier. Dann hauen wir sie. Doch, komm, doch. Jetzt. So, mal schön auf Distanz halten, die Viecher. Dann geht es. So. Ui. Ohne meine Diamantrüstung wäre ich jetzt aber auch tot. Wäre so tot. Oh la la. Der Wahnsinn. So, dann stehen wir wieder rüber. Auftauchstation. Das sieht doch schon mal gut aus. So, dann schmeißen wir die auch noch alle in den Ofen hier. Was ich aus den Schwertern dann machen soll, weiß ich noch nicht. So, die Ziegel, die tun wir auch mal weg. So, ihr sammelt die, baut die automatisch unten ein. So, was kommt mal hier mit rein? Auch mehr, wie ich dachte. Die Goldklumpen kommen nach unten. So. Wunderbar. Noch ein bisschen Blut anfressen hier. So. Genau, aus den drei Schwertern machen wir mal eins. Also ein bisschen zusammen reparieren. Oh. Was ich mit den Goldschwertern anfangen soll. Kann ich die einschmelzen? Keine Ahnung. Ja, ja. Gut. Ja. Für die Menge. Hätte normalerweise arschlang gedauert. So, da haben wir auch schon wieder reichlich was zusammen.
hat den Vorteil. Zack. So, 48 Niederziegel haben wir schon wieder zusammen. Ich meine, das ist ja schon heftig. Du brauchst 256 Netherrack für 64 Netherziegel, aber ne? So schnell wie die da wegfliegen oben, ist ja kein Ding. Ich habe übrigens hier die Netherziegel ein bisschen am Einsortieren ein bisschen geschummelt hier. Ja, ich habe hier oben die normal einsortierten und die Stufen und Treppen, die ich gebaut habe, die habe ich erstmal nur hier unten mit reingepackt, weil ich da noch kein eigenes Fach für habe. Da werde ich die Anlage noch entsprechend erweitern müssen für, dass ich dann da auch noch extra Rubriken für alles habe. Genauso wie Farben, die habe ich auch noch gar nicht. Die habe ich noch ja nicht. Ach, vielleicht baue ich das in die andere Richtung hier. Dann muss ich mit den Trichtern noch einmal hier rum. Einmal neu geladen und es geht weiter. Bleibst du. Ja, es kann helfen. Neustart. Oder machst du einen Neustart, dass die Quest von vorne anfängt. Ich glaube, die wird gespeichert da, ne? Ah, guck mal, Kakteen, die habe ich ja auch noch. Muss man direkt mit hochnehmen hier. Bis auf als Farbe brauche ich hier kann das und oder zum Anpflanzen kannst du den ja gar nicht benutzen. So, dann machen wir da einmal ein bisschen grüne Farbe draus. Kaktusgrün gibt's im Angebot. So, Holz. Ich wollte gerne auch einen Holzboden im Haus verlegen, richtig? Hm. Mal noch mal. Mal gucken, wie viel Birke ich habe. Vielleicht findet sich ja noch eine andere schöne Struktur. Ich meine, die beiden habe ich noch nicht. Da habe ich zwar schon mal eine Rubrik für vorgesehen, Tropen und Schwarzeichenholz. Und die besitze ich noch. Ich habe noch nichts gefunden oder so. Bisher einfach nur leeres Fach. Schade eigentlich. Akazie könnte gut aussehen, ne? Hab ich denn davon? Akazie nehme und wow. Schöne Struktur, finde ich. Probieren wir mal aus. Ich nehme alles mit, was da ist und dann gehen wir einfach mal oben Wohnzimmer am besten. Schön Boden verlegen. Oh. Hier geht's hoch. Extra Weg ins Herrenhaus, sag ich mal. Wow. Ja, das war der Ausgang. Genau, jetzt bin ich gerne unterm Haus. Da bin ich richtig. So. Ah, Schock. Ich erschrecke mich jedes Mal, wenn ich hier reinkomme. Genau, meine schönen Rüstungsständer hier. Ja, den Boden hätte ich jetzt gerne hier woanders anders gelegt. Das nehmen wir erstmal den Teppich wieder weg. Mama.
Für die Türschwelle sollte ich mir auch noch was einfallen lassen, dass ich hier unten für die Türschwelle einen vernünftigen Übergang mache mit irgendwas anderem. Eichenholz oder so. Mal gucken. Kann ich unter dem Rüstungsständer wegnehmen? Kann ich nicht. Dann muss ich die nachher neu aufbauen. Gut, gut. Ach, geh weg. Na gut. Dann etwas komplizierter. Irgendwie kriegt das anders nicht da weg. Ja. Wer nennt das? So, die Stiefelchen noch weg. Das ist meine alte, angeschlagene Eisenrüstung, die habe ich da aufgebaut. So, jetzt aber. Noch mal einer sagen, man kriegt die Dinger da nicht weg. Irgendwas. Der dürfte ja dann auch nachsacken. Ja, ich hätte jetzt damit gerechnet, dass der in der Luft stehen bleibt. Wie die anderen Sachen ja auch. Ja, komm. Oh, was wenn richtig? Machen wir überall den Boden runter, ne? Wenn die irgendwann mal umdekorieren, dann hat man wenigstens dann auch überall den Holzboden drunter. Fängt dann nicht wieder an. Wenn man irgendwann Möbel rückt, ne? Kennt man vielleicht so. Man hat irgendwo noch so einen alten, also jetzt aus Real Life, ja, hat irgendwo noch so einen schönen alten Schrank stehen und denkt sich, ach ja, weißt du, ich lege jetzt noch einen Teppich, egal. Schneidet sie einfach mal um den Schrank rum, weil man möchte ihn ja vielleicht nicht unbedingt abbauen, dann geht er vielleicht kaputt dann und so. Schneidet sie einfach mal um den Schrank, um den Teppich weg. Und irgendwann denkt man sich, oh ja, was, den neuen Schrank kannst du auch mal kaufen. Dann hast du gerade das Wohnzimmer so richtig schön eingerichtet, perfekt mit einem Zopf. Und holst den neuen Schrank, baust den alten ab und denkst dir, scheiße, alles nochmal raus, neuen, komplett neuen Teppich rein. Ja, genau. Dazu. So, dann würde ich sagen, mache ich jetzt Folgendes hier. Akazienholz. Einmal hier so eine richtige Türschwelle rein. Genau. Ja. Und dann schön im Wechsel. Oh. Was man so schön im Wechsel nimmt. Oh. Der Tisch ist im Weg. So. Geile Struktur. Genau. Was passt da gut hin?
Das Problem an dieser Art von Bodenbelag ist nur, er ist sagenhaft materialaufwendig. Du kannst eben pro Holz immer nur genau einen Teil Boden besetzen. Nicht wie sonst üblich aus 1 mach 4, wenn du 1 geschlagen hast und kannst da mal eben kurz 4 pro Holz pro Baumstamm, also 4 Boden pro Baumstamm machen. Wenn du Bretter nimmst, das geht ja einfacher. Aber diese Dekadenz, die gönne ich mir jetzt hier einfach mal. Ich meine, Material abbauen und horten ist ja auch so eine Sache. Ja, wenig Sinn. Da muss man doch auch mal was Schickes mitbauen. Bin gespannt, wie das aussieht, wenn das fertig ist. Der Bereich gefällt mir schon total gut. Jetzt interessant. Komme ich da überall dran? Oh nee. Sieht es zwar eigentlich nicht, aber wenn, dann sollte es doch auch ordentlich sein. Muss ich auch nochmal bei? Komme nämlich von der anderen Seite gleich nicht mehr unter den Tisch runter. Also muss ich das direkt machen. Ich sehe nichts, ich sehe nichts. Das ist auch geil, ne? Willst du runter gucken? Und was machst du vor der Kamera? Versuchst da drunter zu gucken. Aber kann das gar nicht. Das ist genauso wie Kopf einziehen, wenn es im Spiel kracht. Ich mache das ja auch ständig, ne? Wenn ich abstürze zum Beispiel, dann zucke ich auch immer zusammen. Wie wirklich da runterfallen würde. So. Geil. Oh. So, da noch mal quer, fertig. Ja, das sieht doch jetzt mal ehrlich gegenüber dem weißen Boden vorher, ne? Das sieht doch jetzt viel wohnlicher aus, viel gemütlicher. Also das wird irgendwie so kalt. Mir dabei gedacht hat, weiß ich auch nicht. Vermutlich, oh, ich habe das Material, jetzt will ich es auch irgendwie verbauen oder so. Naja. So, dann stellen wir uns mal die Rüstungsständer wieder hin. Wo? Was hatte ich denn wo? Hör auf, ich baue jetzt mal einfach die Eisenrüstung baue ich jetzt mal hier dran. Und hier machen wir die goldene.
Ich hatte nämlich endlich mal was gefunden, wofür die Goldbarren gut sind. Man könnte eine Rüstung draus machen. Da die aber zu weich zum Tragen ist, ne? Es ist schwierig, mit einer Schiene zu spielen am Handgelenk. Oh, was hast du denn gemacht? Glaube ich, dass das schwierig ist. Da fehlt irgendwie so dieser Flexibilität, ne? Um nur mal eben schnell zu reagieren. Sieht man erstmal, wie wichtig so ein Gelenk ist für die Motorik. Füßchen und Schuhe. So. Alles wieder losgeworden. Und sogar noch 10er Karzen und über. Herrlich. Ja, Teppich noch legen wieder, ne? Jetzt sieht's gemütlich aus. Ja, danke, danke. Ja, finde ich auch. Ne? Also das Akazienholz, das macht richtig was her, so. Wenn man das so kreuz und quer legt, ne? Hübscher Boden, ja. Muss ich mir nur noch was überlegen, was hier im Korridor hinkommt, weil das gefällt mir hier auch nicht. Das sieht so. Also, der Stein selbst ist okay. Aber vielleicht eher für draußen, weißt du, so. Vor der Tür oder was, aber hier drin. Genauso wie im Schlafzimmer, habe ich den gleichen Boden drin. Muss ich mir auch noch was für überlegen. Mal schauen. So, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, der Stream hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir doch ein Follow da und ein Like für die YouTube-Videos und ein Abo für den Kanal. Bis dann, macht's gut. Bye, bye.